Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und heute ist Ostersonntag. Das heißt was? Genau, das Gewinnspiel ist zu Ende. Mein Ostergewinnspiel, wo ich ja von Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, den Key, den ich von MIFCOM bekommen habe, verlose. Beziehungsweise heute die Auslosung gemacht habe. Und ich habe euch auch gleichzeitig noch gesagt, dass ich für eure Vorschläge, die ihr mir natürlich gebracht habt, um meinen Kanal noch weiter zu verbessern, wo ich wirklich sehr dankbar bin, da habe ich mir auf jeden Fall die Kommentare, beziehungsweise einige Kommentare davon rausgesucht, um die ein bisschen näher zu besprechen, beziehungsweise um euch natürlich auch live dazu mitzuteilen, was ich selber dazu zu sagen habe und wie ich eure Ideen finde. Natürlich will ich euch erstmal nicht so lange auf die Folter spannen und gleich mit der Sprache rausrücken, wer denn gewonnen hat. Ja, es kann leider immer nur einen geben. Und diesmal haben gar nicht so viele kommentiert, das heißt, die Chance war eigentlich relativ groß zu gewinnen und ich habe das wie immer in diese Webbox reingeknallt, der mir am Ende dann random so einen Namen raushaut. Und ja, dieses Mal ist es der Fuchsschwanz. Fuchsschwanz, ich wünsche dir alles Gute mit dem Spiel, ich hoffe, du hast viel Spaß. Ich danke dir natürlich auch für deinen Verbesserungsvorschlag explizit. Ja, wie gesagt, das kann immer nur eingeben. Nicht verzagen, es wird ja nicht das letzte Gewinnspiel sein. Wie gesagt, Fuchsschwanz, dir erstmal Gratulation. Ich wünsche dir viel Spaß. Kannst du dir im Endeffekt den Ostersonntag jetzt heute und rein theoretisch Ostermontag noch schön um die Ohren knallen, das Spiel. Und ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Wie du den Key kriegst, Fuchsschwanz, ist ganz einfach. Und zwar schicke ich dir den einfach per PN auf YouTube. Ja? Und da kannst du den ja bekommen, da schreibe ich dir den und den kannst du dann auch direkt mit Anleitung und hier und da MIFCOM, das läuft ja über Nvidia und hier hast du nicht gesehen, die schreiben auf jeden Fall hin, was du dazu machen hast und dann kannst du dir das Spiel holen, runterladen und hoffentlich auch relativ fix zocken. Ich weiß ja nicht, was du für eine Leitung hast und ob du auch überhaupt Zeit hast heute, aber ich wünsche es dir auf jeden Fall viel Spaß damit. An dieser Stelle bedanke ich mich natürlich nochmal bei allen, die mitgemacht haben, bei allen, die mir Kommentare hinterlassen haben, wie ich meinen Kanal besser machen kann. Und da wollen wir jetzt auch ein bisschen näher eingehen. Und ich habe mir da, wie gesagt, ein paar Kommentare rausgesucht, wo ich mal ein bisschen was zu sagen werde zu den Vorschlägen, wie ich die finde. Und ja, allgemein, ne, gehen wir mal drauf ein. Haben wir einmal den Keanu Olemutz. Und das Wichtigste in den Kommentar ist einmal, ja, dass er mir vorschlägt, von mehrere verschiedene Spiele Let's Plays zu machen. Ja, sicher, ich möchte auch am liebsten richtig viele Spiele Let's Playen. Das Einzige an der ganzen Sache, also der Vorschlag ist super, einmal frei. Das versuche ich auch gerne umzusetzen. Ich bin ja auch jetzt immer dabei. Ne? Ich habe jetzt im Endeffekt ja DayZ, The Division und dann gleichzeitig Arma 2 noch, wenn es reinpasst. Battlefield, wenn es auch noch reinpasst. Das ist alles immer so eine zeitliche Sache. Und dann natürlich Escape from Tarkov, wenn dann langsam auch die ersten spielbaren Sachen da endlich zu sehen sind. Und ja, ich versuche natürlich, wie gesagt, so viel wie möglich reinzunehmen. Da ich YouTube natürlich nicht hauptberuflich mache und auch nicht machen kann, ja, habe ich halt noch einen anderen Beruf, der mich zeitlich ziemlich stark auch einspannt. Und ich das alles nebenher mache, muss ich halt echt gucken, wie ich mit der Zeit da klarkomme. Und ich werde natürlich versuchen, noch mehr Content zu bringen, vielleicht noch mal ein anderes Spiel noch mit reinzubringen oder ein paar mehr andere Spiele. Und gucken, wie sich das natürlich zeitlich verhält, ob ich das gut hinkriege, ob sich das irgendwie machen lässt. Weil doch jedes einzelne Spiel, vor allen Dingen DayZ, mit das zeitintensivste ist. Ne? Also ich kann euch das ja mal ganz kurz erklären. Ich sag mal so, für 6 Stunden, 7 Stunden Spielzeit, die ich bei DayZ habe, da kommt dann mal eben so, wenn ich Glück habe, ein 30-Minuten-Video für DayZ raus, also was ich auf YouTube verwenden kann an Material. Meistens aber, so wie ich das jetzt zurzeit cutte, so 10 bis 15 Minuten, maximal 20. Das sind 6 Stunden bis 7 Stunden Spielzeit, die ich da zusammengeschnibbelt habe. Also könnt ihr euch doch schon vorstellen, dass das meistens sehr viel Zeit frisst. So, dann haben wir einmal, ja, die habe ich mir einmal rausgesucht, einmal Bienchen-TV. Und zwar Bienchen. Pass auf, sie schreibt, ich würde liebend gerne gewinnen, weil ich schon immer Rise of the Tomb Raider haben wollte. Bin auch natürlich ein Abonnent von dir. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mehr Gewinnspiele machen könntest. Das wäre mein Wunsch an dich. Ansonsten, wie gesagt, wäre super, wenn ich gewinnen würde. Bis bald. Gut, dass du nicht gewonnen hast, tut mir sehr leid. Ich hoffe, du bleibst trotzdem tough und wartest auf das nächste Gewinnspiel. Ob es denn wieder ein Tomb Raider sein wird, kann ich dir nicht sagen. Das Einzige, was ich jetzt einmal dazu sagen möchte, ist, Gewinnspiele, klar. Ich könnte gerne mehr machen, wenn ich hätte. Also du musst so sehen, ich habe keinen Sponsor oder sonst irgendwas, dass ihr das alle wisst.
Ich habe keinen Sponsor für sowas. Das heißt, die Sachen, die ich verlose, habe ich mir entweder wirklich mal selber gekauft oder, ja, wie gesagt, ich kriege sie dadurch, dass ich mir irgendwas anderes kaufe, wie den Bonus-Key jetzt. Da denke ich natürlich an euch. Deswegen Gewinnspiele mache ich immer dann, sobald ich dann auch irgendwas habe. Aber ansonsten kann ich ja natürlich auch kein Geld scheißen, ne? Also da müssen wir mal ein bisschen, ne? So viel Geld verdiene ich auch wieder nicht. Dann haben wir noch einen Kommentar und zwar von Ghosted Delta X Play for Life. Ja, du schlägst vor oder er schlägt vor, dass ich mir auf Wunschspiele eingehen sollte. Ja, okay, Wunschspiele, das habe ich schon mal angesagt, dass ihr mir mal in die Kommentare schreiben sollt, was ich eurer Meinung nach auch mal gerne spielen sollte, dass ich mal abwägen kann, ja, vielleicht bringe ich das ja mal. Das letzte Wunschspiel, was ich im Endeffekt Let's Played habe sogar, das war damals The Evil Within. Ihr könnt ja mal in YouTube Playlists gucken bei mir, da seht ihr ja, The Evil Within habe ich gemacht. Hatte ich auch sehr viel Spaß dran, habe ich auch komplett bis zum Ende durchgezogen und es hat mir Spaß gemacht, tatsächlich. Und die Idee ist auf jeden Fall total cool. Ja, er hat jetzt The Culling vorgeschlagen, ein Hunger Game. Dazu muss ich dir sagen, ich habe mir das selber angeguckt und mir gefällt es nicht. Ich finde es lustig, wenn ich das bei anderen sehe, aber erstens könnte ich keinen meiner Leute dazu überreden, das Spiel zu spielen, weil die auch nicht so ticken, was das angeht. Und ich selber muss ganz ehrlich sagen, so wie es aussieht, ich spiele keine Spiele, wo ich nach kurzer Zeit schon die Lust verlieren würde. Und genau das würde, glaube ich, bei dem Spiel passieren. Wunschspiele natürlich, schlagt sie einfach vor. Ich gucke mir die an und probiere natürlich auch gerne was aus, wenn es neu ist oder was auch immer. Kommen wir mal zu dem Kommentar vom Fuchsschwanz. Ich habe dir jetzt ein bisschen geiler gemacht, weil es doch ziemlich lang war. Und ich filtere einfach mal das Wichtigste erstmal raus. Alles andere könnt ihr natürlich sonst selbst in der Kommentarbox unten nochmal nachlesen. Fuchsschwanz schreibt zum Beispiel, mal andere Spiele, was ich zum Beispiel sowas horrortechnisch, da komme ich wieder auf The Evil Within, was ich eben angenommen hatte, kannst du dir mal angucken, falls du da noch nicht drauf getroffen bist, ist schon ein bisschen länger her, bei mir gebe ich zu, kannst du dir mal angucken, ob das so meine Sparte ist, das wäre auf jeden Fall ein Horrorspiel, was ich gespielt habe, ich muss da aber zusagen, dass ich eigentlich überhaupt nicht so schreckhaft bin. Das heißt, um euch da so richtig mit reinzunehmen und zu fesseln in so ein Horrorspiel, da muss ich definitiv aufpassen, dass mich das Spiel wirklich, wie soll man sagen, flasht, reizt, dass ich überrascht bin. Und bei The Evil Within hat das wirklich echt gut geklappt. Aber ich gucke mir einige Let's Plays natürlich auch an und stelle bei vielen Horrorspielen fest, oder selber, wenn ich mir die mal gekauft und angespielt habe, bin ich immer enttäuscht gewesen, weil es mich nicht gepackt hat. Das war einfach nur so ein Sterben hier, Sterben da. Das war so, keine Ahnung, einfach trist, blöd. Irgendwer hat irgendwen niedergemetzelt und das ging die ganze Zeit so. So Splatter-Kram. Also so richtig Horror mit düster Stimmung. Das haben die da bei The Evil Within echt schon ganz gut hinbekommen. Und da bin ich natürlich auch so ein bisschen auf eure Empfehlungen angewiesen, weil ich mich in der Sparte nicht so ganz gut auskenne. Ansonsten probiere ich natürlich gerne immer andere Spiele aus und suche auch natürlich, was mich interessieren könnte. Einer der anderen Vorschläge von ihm, beziehungsweise dir, Fuchsschwanz, wenn du dich selbst angesprochen fühlen möchtest, ist ja einmal, dass ich den Zuschauern und meinen Abonnenten natürlich die Möglichkeit gebe, näher in Kontakt mit mir zu treten, wie zum Beispiel sowas wie ein Gewinnspiel, dass man mit mir zusammen zocken kann. Das ist überhaupt gar keine schlechte Idee. Das finde ich eigentlich richtig super, weil das ist für mich ja an sich gar kein Problem. Es haben sogar schon einige von den Abonnenten hier schon mal mit mir zusammen gespielt. Und von daher, das lasse ich mir auf jeden Fall mal näher durch den Kopf gehen, mein Freund. Danke. Dann hat er den Vorschlag noch gebracht, dass ich mit anderen YouTubern mal zusammen ein Video machen kann. Zum Beispiel völlig Fremde, die ja vielleicht da ganz gut ins Video reinpassen. Ja, das ist auch eine super Idee. Super Dinge, die ihr hier erzählt, wo ich auf jeden Fall gut dran zu werkeln habe. Da kann ich mir mal was einfallen lassen, dass ich das auf jeden Fall mal auch irgendwie umsetzen kann. Und gucke natürlich, was natürlich am besten auf diesen Kanal oder auf mich selber auch zutrifft. Sitz669 hat zum Beispiel noch einen guten Kommentar gebracht. Und zwar schreibt er: Also ich habe mal eine Idee gehabt bezüglich DayZ, und zwar eine Art Tagebuch zu führen, um sich in den Spieler so ein bisschen reinzuversetzen. Ihm meinen Namen zu geben und das Projekt endet, wenn der Spieler tot ist. Ziel der Aktion ist es, fern vom PvP, DayZ mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Zum Beispiel die Crafting-Möglichkeiten etc., Auseinandersetzungen und Freundschaften wären dann natürlich ein bisschen reizvoller, wie ich finde. Der Gedanke hat ihm schon sehr gefallen und mir gefällt er auch, mir gefällt er super. Das war jetzt erstmal der letzte Kommentar, den ich rausgesucht hatte. Und ich denke, das reicht doch erstmal.
Ich habe natürlich noch mehr Kommentare bekommen, aber im Großen und Ganzen war doch vieles sehr ähnlich. Und im Großen und Ganzen waren das jetzt die Unterschiede bzw. die Vorstellungen, die mich auch so mit am meisten beeindruckt haben, wo ich sagen kann, das kann ich mir vorstellen, dazu muss ich was sagen und das habe ich jetzt damit getan. Wie gesagt, ich gucke auf jeden Fall, was sich da machen lässt. Muss das alles noch so ein bisschen mit meiner Arbeitszeit und ihr kennt das, ne? Das muss ich alles so ein bisschen bewerkstelligen und dann gucke ich auf jeden Fall, wie ich das alles so ein bisschen umsetzen kann. Ich danke euch auf jeden Fall für jeden einzelnen Kommentar. Danke euch fürs Zuschauen bei dem Video. Danke euch fürs Mitmachen bei dem Gewinnspiel. Fuchsschwanz, ich wünsche dir nochmal alles Gute mit dem Spiel. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. An alle anderen, ich wünsche euch natürlich wundervolle Ostern noch. Ihr seid eine geile Community. Danke, danke, danke dafür. Heute ist Ostersonntag. Morgen habt ihr hoffentlich auch noch frei. Und mit diesen Worten würde ich mich dann für heute erstmal verabschieden. Haut rein, euer Ganschat.